Schön, dass Sie, liebe Zuschauer, hier einfach mal wieder vorbeischauen. Ich bin Wolfgang Rademacher und möchte Ihnen jetzt mein brandneues Buch Nutze deine Rechte vorstellen. Dieses Buch ist entstanden, weil mich Leser immer wieder gefragt haben, ob sie es denn überhaupt wagen könnten, sich zum Beispiel beim Finanzamt oder bei anderen Behörden schriftlich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren. Dabei bekam ich immer wieder dieselben Befürchtungen zu hören. Wenn ich mich wehre, dann verärgere ich die Sachbearbeiter bestimmt und dann werden meine Probleme noch größer. Gegen die da oben komme ich als kleiner Bürger doch ohnehin nicht an. Die machen mit uns doch sowieso, was sie wollen. Diese Liste ließe sich noch ellenlang fortsetzen. Doch ich bin sicher, dass Sie jetzt schon wissen, wovon ich spreche. Und wahrscheinlich hätten Sie genau dieselben Einwände vorgebracht. Schauen Sie mal. Das ist nur eine grundlegende Ausführung der deutschen Gesetze, eine Textsammlung von Schönfelder. Hier ist nur ein kleiner Teil von einem Ratgeber für Einkommensteuer. Und vor Jahren bin ich ins Landgericht Dortmund gegangen und habe, im Eingangsbereich ist mir dieses Heftchen in die Hand gefallen, Bürger und Justiz. Das Recht ist für alle da. Hier drin ist beschrieben, was der Bürger alles machen kann. Und was machen die meisten? Sie machen im Grunde genommen nichts. Selbst in Strafprozessen ist ein tolles Buch, der Beweisantrag im Strafprozess, der alle wirklich pfiffigen und kniffigen Wege zeigt, wird kaum genutzt, weder vom Anwalt noch vom Angeklagten. Und ich kenne nur wenige Anwälte, die dieses Buch rundherum einsetzen. Schauen Sie mal hier. Das ist wirklich nur ein Bruchteil jener Gesetze, die ausnahmslos nur ein einziges Ziel haben. Mit all diesen Gesetzen sollen sie in die Pflicht genommen werden, wenn man ihnen ein Vergehen anhängen kann oder will. Aber glauben Sie mal ja nicht, dass Sie darin auch nur eine Zeile darüber finden können, wie Sie sich als Bürger mit rechtlichen Mitteln gegen ungerechtfertigte Angriffe staatlicher Behörden wehren können. Hier zeige ich Ihnen mein neues Buch, Nutze deine Rechte. Und damit gebe ich Ihnen endlich die Waffe in die Hand, die Sie als kleiner David gegen den Goliath namens Beamtenbürokratie dringend brauchen. Und Sie wissen ja selbst, dass David gegen den feindlichen Koloss nur eine Steinschleuder eingesetzt hat, um die Bedrohung auseinanderzunehmen. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen die richtigen Schachzüge, mit denen Sie im privaten Bereich die Auseinandersetzungen mit Versicherungen, Gläubigern, Gerichtsvollziehern oder Vollstreckungsbeamten Ihr Recht holen können. Um welche Streitigkeiten und Verfahren es sich dabei im Einzelnen handelt, spielt überhaupt keine Rolle. Dieser schriftliche Berater zeigt Ihnen Ihre Rechte, ganz ohne juristisches Kauderwelsch und schwer verständliches Fachchinesisch, weist er Ihnen die Wege, wie Sie sich mit eigenen Mitteln und ohne teuren Anwalt wirkungsvoll zur Wehr setzen können, beispielsweise mit Anträgen und Beschwerden. Dieses Wissen verhilft Ihnen in vielen Situationen zu Ihrem Recht, etwa bei Verstößen im Straßenverkehr oder im sozialen Bereich, um zum Beispiel einen Ihnen zustehenden Behindertenausweis zu bekommen. Wenn man Ihnen eine Pflegeversicherung verweigert, können Sie mit Hilfe dieses Wissens doch noch zu Ihrem Geld kommen. Dieses Buch zeigt Ihnen in allen Bereichen, welch ungeheure Möglichkeiten Ihnen offenstehen, wenn Sie Ihre Rechtsmittel nur richtig einsetzen und clever geltend machen. Aber das Buch zeigt Ihnen noch mehr, nämlich, dass auch Sie das alles sehr leicht schaffen können, wenn Sie sich nur trauen. Das beginnt bei der Beantragung der staatlichen Leistungen, die Ihnen zustehen. Beim ersten Versuch werden die Anträge meist durch die Sachbearbeiter abgelehnt. Und was machen die meisten Menschen? Sie stecken den Kopf in den Sand und lassen die Sache auf sich beruhen, weil sie das Gefühl haben, dass Gegenwehr sowieso nichts bringt. Doch denken Sie an das Sprichwort, wer den Kopf in den Sand steckt, darf sich nicht wundern, wenn er in den Hintern getreten wird.
Aufgrund der deutschen Gesetzgebung können Sie sich im Grunde genommen gegen alle erdenklichen Angriffe durch Behörden, Beamten und andere Instanzen wehren. Und das macht, das habe ich in meine, und wie man das macht, das habe ich in meinem neuen Ratgeber beschrieben. Und zwar, wie immer, sehr leicht nachvollziehbar und sofort anwendbar. Sie glauben gar nicht, welche Bandbreite an Möglichkeiten Sie haben, um sich in unserem Rechtsstaat mit Ihrem Willen durchsetzen zu können. Sie müssen nur die richtigen Anträge stellen und schriftlich richtig aufsetzen. Das fängt bei einfachen Behördensachen an. Auch Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt, bei ungerechtigten Steuerforderungen etwa, sind dann kein Problem mehr. Und wenn Sie es sogar mit Strafgerichten zu tun haben, haben Sie auch in diesem Fall das Recht, sich gegen die Anschuldigungen klug zu wehren. Ich möchte nur auf dieses Buch, Der Beweisantrag im Strafprozess, nochmal hinweisen. Die wichtigste Grundlage dabei ist, dass Sie immer sachlich argumentieren, und dabei hilft Ihnen mein neuer Ratgeber, Nutze deine Rechte. Weitere kostenlose Informationen über dieses Buch finden Sie auf der Erfolgspassage. Ihr Wolfgang Rademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben. Das Recht ist für alle da. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugeschaut und zugehört haben. Auf Wiedersehen.